Jö, dann gehen wir doch mal rüber. Der letzte Stand war, wir hatten diese Maschinen gebaut, die die Kristalle herstellen. Richtig, die da. Allerdings hatten wir nicht alles an Dingen, die wir dafür brauchen. Jetzt haben wir die Alien Data Fragments. Da muss ich jetzt rausbekommen, wo wir die herkriegen. Und du brauchst Pure Iron. Das heißt, wir bräuchten hier so eine Anlage für Pure Iron und Pure Copper. Kommt das in der Schmelze oder macht man das irgendwo hier? Oh Gott, Problem. Dafür brauchen wir dreckiges Eisenerz. Das können wir nicht herstellen. Wir müssten Asi jetzt vielleicht doch wieder Außenposten haben. Naja, wir haben noch genug dreckiges Eisen, glaube ich, hier drinnen irgendwo. Oder kann man das alternativ auch ohne dreckiges Eisen irgendwo herstellen? Ich glaube nicht. Und es wird in einem Washer gemacht. Das heißt, wir bräuchten wieder eine Anlage, wo auch Wasser ist. Okay, erstmal brauchen wir Eisen. Das ist Galena. Wir hatten doch irgendwo in unserer Basis Eisen, oder? Oh, nebenbei natürlich noch weiter forschen. Forsch bitte mal. Eine Luftfilteranlage, die wir niemals bauen werden. Einfach nur, damit sie weg ist. Wieso? Das ging schnell. Oh nee, das braucht das da. Advanced Circuitry. Nein. Bessere Pumpjacks. Nein. Massive Electric Furnace. Gehört zu Replicators. Kann drei Sachen gleichzeitig schmelzen. Hä? Das muss ich mir angucken. So, bau das mal. Haben wir noch Abnehmer für die Fuel Blocks? Sehr komisch. Aber nicht ablenken lassen, Gerogon. Wir sind auf der Suche nach Eisen. Wir haben noch bestimmt irgendwo ein Eisen. Da ist ein Eisenfeld. Und wir haben sogar eine Kiste voll mit dreckigem Eisen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir müssen jetzt nur die Washer aufbauen. Die... Oh Gott. Fordert bitte die Washer an. Ja, ich sagte, fordert bitte die Washer an. So. Und die tun wir einfach hier irgendwo hin. Die brauchen ähnlich Wasser wie hier. Wir bräuchten also auch noch zwei Pumpen. Und ich muss mal wieder... Ja, drängende Roboter. Ich tue ja schon Dinge weg. Die werden recht schnell pumpig, wenn man ihnen sagt, bring mir was. Und dann nimmt man es ihnen nicht ab. Als wenn die was Besseres zu tun hätten den ganzen Tag lang. So. So. Okay. Also Washer. Wo seid ihr? Da ist ein W. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mindestens zwei. Und dann brauchen wir noch zwei davon. So, papp dich mal dahin und dahin. So, du stellst her. Pure Iron. Wobei, ich kann ja mit Dingens arbeiten, mit den Mini-Beacons, wo ich wieder neu bauen sollte. Da. Und dann reichen die beiden hoffentlich. Warum stellst du Eisen auf flüssig her? Ich will das in Barren, also Zylinderform da haben. Lass uns gleich mal angucken. Und du versuchst dann schon mal Kupfer. Haben wir dreckiges Kupfer? Nächstes Problem. Und auch du... Oh, du funktionierst mit Goldmodulen. Das ist ungewöhnlich, aber sehr gut. Euch noch einstellen, dass ihr auch Wasser produziert. So. Okay, du brauchst jetzt nur noch eine Kiste mit... Da. Mit Dreckeisen anfordern. Dreckeisen. Go. Go. Ich habe keine roten Kisten mehr. Vorderrote Kisten an. Ganz normale. Keine Large. Auch keine extra Large. Da. Und ein Ärmchen. Ja. Das ist jetzt aber kein flüssiges Eisen. Ich glaube, das ist eine kontaminierte Flüssigkeit, die man filtern kann, um nochmal irgendwas zu bekommen.
Allerdings will ich gerade nicht irgendwas anderes bekommen. Ich will einfach nur mein Eisen haben. Das heißt, ich kipp das einfach in die Umwelt. Genau, Contaminated Water. Habe ich das gerade wieder mit Shift gesetzt oder ist das jetzt wirklich weg? Du. Achso, das funktioniert, läuft noch nicht, weil da nichts ist. Okay. So, hier kommt jetzt mein Pure Iron an. Das ist sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es genug ist, aber es sollte schon mal ankommen. Nächster Schritt. Forder schon mal dreckiges Kupfer an. So. Hier ebenfalls eine Kiste und jetzt suchen wir Kupfer. Und wir haben Kupfer gefunden. Nimm bitte einen Drill. Da. Und setz ihn einfach irgendwo hier hin. Mit Gold, mit Runen und allem. Und dann haben wir hier unseren Vorrat an dreckigem Kupfer, was auch sehr, sehr lange halten sollte. Und dann haben wir beides abgedeckt. Forschung. Forsche bitte mal noch bessere Fusionsreaktoren. Was brauchst du? Oh, alle so viele Alien-Artefakte. Oh, stimmt. Wir haben jetzt 3 Folgen gemacht, glaube ich, seitdem wir die Replikatoren angesetzt haben, Alien-Artefakte herzustellen. Ich habe das aber leider alles sofort in rote Kisten packen lassen. Das heißt, ich kann nicht wirklich überprüfen, wie viele das waren. Obwohl doch, es gibt dieses P. Genau. Die letzte Stunde. Oh. Habe ich was kaputt gemacht? Nein, okay. Ja. Wir haben keine 10.000 Alien-Artefakte hergestellt. Das hätte ich mir fast gedacht. Kann ich das irgendwie einstellen, dass er nach einem gewissen Produkt suchen soll? Also die normalen Maustasten und so weiter funktionieren nicht. Falls einer von euch weiß, wie ich mir das genauer angucken kann, also für wirklich alle Produkte und nicht nur für die Top 10 oder was immer das hier sind, das wäre noch ganz praktisch. Weil das wüsste ich jetzt auch ganz gerne, wie viele Alien-Artefakte jetzt in einer halben, dreiviertel Stunde dahergestellt wurden. Einfach nur, um zu gucken, ob das ein realistischer Wert ist oder ob ich das noch irgendwie aufstufen sollte. So, du bist am Rödeln. Du bist am Rödeln, du bist am Rödeln. Alle sind am Rödeln. Blum, 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 blum. Wackel, 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 wackel. Sehr cool. So. Das heißt, wir hätten jetzt für dich auch genug, wenn du denn... Oh, ihr nehmt auch Goldmodule. Wenn wir denn... Nicht die eine. Wenn wir denn die Alien-Fragmente hätten. Wo kriegt man die Alien-Fragmente her? Ist der nächste Schritt. Hä? Die waren so klein, kristallin und blau. Sehe ich allerdings... Doch hier. Unicomp A2. Achso, braucht 100 Alien Ancient, was auch immer. Wie bekomme ich die? Das hier ist kinetische Energie. Nein. Ha. Okay. Pocket Sterling Ancient. Nein. Eisenerz zu U2. Synthetic Unicom Quality A2. Ich verstehe nicht. Wird gemacht in rundem Gebäude. Zeig mir das runde Gebäude, dann baue ich es mal, stelle es auf und guck, was passiert. Im Notfall trete ich einmal gegen. Nein, es ist das siedlerartig aussehende Gebäude. Das sind Tanks. Sollte dann eigentlich hier irgendwo bei sein, oder? Nein, das ist eine Fuel Cell. Quantum Reaktor. Nein. Fast Assembly. Bauen wir einen davon und guck, was das ist. Das hört sich an wie eine Assembly Machine, also eine ganz normale Fabrik. Ist es auch. Okay. Hast du Zugriff zu diesen ganzen Rezepten, die wir da vorhin gesehen haben? Nee.
werden hier gar nicht aufgeführt. Komisch. Also, mit komischen Rezepten meine ich die da. Aber da steht auch nur gemacht in diesem komischen runden Gebäude da unten. Sieht aus wie so eine Terraner-Basis von StarCraft so ein bisschen. Fehlen noch diese Landegreifdinger da am Boden. Hilft mir jetzt aber auch nichts, wenn ich das Gebäude nicht finde. Das da? Kimota Restruktor. Bauen. Gegentreten, hoffen. Was baust du dazwischen? Alien Fuel Cell. Okay. Und nebenbei weiter forschen. Bitte forsche doch für uns. Die anderen Logistikroboter? Das sind jetzt die Ditech Logistikroboter. Macht nicht wirklich viel Sinn, die jetzt zu erforschen. Wobei ich glaube, die sollen besser sein. Es gibt weniger Abstufungen als bei Bob. Aber dafür sollen sie, glaube ich, besser sein. Nee, mach lieber irgendwelchen kleinen Kram, dass das Ganze ein bisschen übersichtlicher wird. So. Alien Fuel Cell wird gebaut. Was wollte ich noch machen? Ich wollte die Gottmodulproduktion überprüfen und die Schulterpanzer testen. Und diese Polierpastengeschichte erforsche ich vielleicht doch mal, falls wir mit den anderen Edelsteinen hier nicht hinterherkommen. Was ich allerdings irgendwie bezweifle. Mach mal. Das ging schnell. Bessere Robo-Chest, Robo-Port und Aufladestation, was weiß ich. Ja, das ging sehr schnell. Mach bitte spaßeshalber hier drunter mal noch eine Kiste. Forschung ist so krank. So, das einmal leer machen. Und wir haben noch keinen einzigen hiervon, weil wir keine besseren Edelsteine haben. Ach, die habe ich noch gar nicht eingestellt. Ja, okay, das erklärt's. Oh, und ihr habt keine Gottmodule. Das ist unverzeihlich. Also sowas von unverzeihlich. Hier, go, go, go. Alles super toll, super schnell, super günstig. Überhaupt. Und du machst jetzt bitte polished mit dem. Weil wir das andere noch nicht automatisiert haben. Hier, go. Oh, die Ärmchen sind viel zu lahm. Bau mehr davon. Da fehlen jetzt nur noch ein paar hiervon. Und die Fabriken müssten auch mal alle auf den aktuellen Stand gebracht werden. So. Apropos, sollten hier alle mal auf den aktuellen Stand gebracht werden. Wusch. Wusch, 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 wusch. Überhaupt fertig. Gut. Oh. Und jetzt haben die natürlich alle keine Module mehr drin. Lalala. So. Gut. Haben wir jetzt da schon mal langsam demnächst einen? Was? Du forderst keine Steine an? Du brauchst viele Steine. Hier, fordere mal 1000 Steine an. Richtig, ganz viele Steine. So. Okay, also sollte jetzt langsam in Gang kommen. Allerdings werde ich mit den Dreier-Gottmodulen nicht so um mich schmeißen können wie mit den Zweiern. Das, wegen den Edelsteinen hier. Außer ich schaffe es halt, diese Pastenproduktion einigermaßen zeitnah hinzubekommen. Bin fast versucht, es jetzt zu machen. Aber ich habe schon so viele Sachen, die ich eigentlich gerade jetzt mache. Das sind ein paar zu viele Projekte auf einmal. Dann bin ich nur im Hin- und Herlaufen und vergesse die Hälfte und meh. Wie zum Beispiel hier die Schulterlaser weiterzubauen.